Grüß euch, ich bin die Elisabeth Obweger, wohne da in Görtschach oberhalb von Milchstädter See und bewirtschafte gemeinsam mit meinem Mann eine biologische Landwirtschaft. Ich bin begeisterte Kräuterbäuerin und mache das schon von Kindheit auf an. In den letzten Jahren verstärkt versuche ich das einfach an den Menschen weiterzugeben, wie man die ganzen Wildkräuter in der Küche verarbeiten kann und auch als Heilmittel einsetzen kann. Und darum machen wir heute Tartlets mit Kräuterfüllung. Ich gebe jetzt das Mehl in die Schüssel. Ich verwende Vollkornmehl. In der Mitte mache ich ein Grübchen und da kommt jetzt die Germ rein. Der halbe Würfel Germ. Das Salz bitte vorsichtig außen herumgeben, nicht auf die Germ geben, damit der Teig uns wirklich gut aufgeht. Dann kommt dazu 4 Esslöffel Öl. Es ist eigentlich wie ein Pizzateig, ein Germteig. Und dann verwenden wir noch das lauwarme Wasser, 425 Milligramm. Wir verrühren jetzt diese Zutaten und schauen, wie die Konsistenz passt. Es schaut eh schon ganz gut aus. Sollte er zu weich sein, kommt ein bisschen Mehl dazu. Und sollte er zu fest sein, können wir noch ein bisschen lauwarmes Wasser dazugeben. Ich knete das jetzt ganz kurz durch. Ja, das schaut sehr gut aus. Und jetzt können wir ihn einfach ein bisschen rasten lassen. Eine halbe Stunde rasten, dann können wir wieder weiterarbeiten. Wir verwenden für die Füllung Wildkräuter. Und zwar als Hauptwildkräuter sind das die Brennnessel, der Giersch, allgemein bekannt, meist und die Vogelmiere, auch genannt Hühnerdarm. Das sind die drei Hauptzutaten, die sehr geschmacksneutral sind, die wir in größeren Mengen verwenden können. Bei den anderen Wildkräutern geben wir nur Spuren dazu. Da habe ich mir jetzt schon meinen Mix zusammengestellt. Das werden wir jetzt in den Topf geben und dann wird das Ganze blanchiert. Das sind ungefähr 12 Fäuste, also es ist eine große Menge und es kommt dann im Endeffekt eigentlich eine kleine Menge raus, weil das einfach ganz stark zusammengeht. Die Kräuter, das schaut gut aus, die sind jetzt fertig blanchiert, das braucht ja nicht lange, einige Minuten. Und dann werden wir das durch ein Sieb ausleeren. Ich kaule da gerne den Sud auf, erstens, wenn ich ihn nicht selber als Kräutersuppe verwende, dann kann ich auf jeden Fall damit die Blumen gießen oder so, weil da ganz viele Mineralien drinnen sind. Das wird dann fest ausgedrückt und dann kurz stehen gelassen, dass es ein bisschen auskühlt, weil wir das dann noch klein schneiden werden. So, dieser Teig schaut sehr gut aus. Bei diesem Teig gehen sich ungefähr 12 bis 18, je nach Größe der Formen, die ich vorbereitet habe. Ich verwende ganz gern diese Silikonform, weil es eigentlich die hält schon ganz lang, die habe ich schon ewig und da kann man dann ganz gut, brauche ich nicht einölen, das kann man so ganz gut formen. Ich teile das jetzt in 6 Teile. Dann wird das ausgerollt, ich kann das ein bisschen bemehlen, falls es ein bisschen klebt. Und dann wird das sehr dünn ausgerollt. Dann geben wir das in die Form rein, so dass es da am Rand heraufsteht, damit Platz ist für unsere Kräuterfüllung. Also wir vermischen jetzt den Sauerrahm. Den süßen Rahm. Die 2 Eier. Die Prise Muskatnuss gibt dem Ganzen auch einen guten Geschmack und das Kräutersalz. Und dann wird das einmal umgerührt und dann schneiden wir unsere Kräuter klein. Die geschnittenen Kräuter kommen jetzt da in diese Tartlets. Jetzt geben wir unseren Soße drüber und zum Abschluss kommt noch geriebener Käse drüber, das gibt dem Ganzen auch noch einen bekannten Geschmack. Unsere Kräutertartlets werden fertig. Die kommen jetzt in den Backrohr. Ich hoffe, ich habe euch einiges erzählen können über unsere heimischen Wildkräuter. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachprobieren dieser Gerichte, die wir hergestellt haben. Für euch, auf Wiedersehen bei uns am Lindlhof.